nie mehr. Das sollte viele Politiker wie am Oktober 2013 für unter italienischer Insel Lampedusa 366 Flüchtlingen am Mittelmeer ertrunken sind. Männer, Frauen, Kinder, Jung und Alt. Nie mehr sollt antreten, was seither immer rum passiert ist. Mit den zwei schlimmsten Katastrophen während der letzten Woche, an der über 1000 verzweifelte Menschen auf dem Weg von ihrer letzten Hoffnung grausam umgekommen sind. Nie mehr sollte so etwas wie Lampedusa geschehen. Dabei sind allein die letzte Woche rund dreimal so viele Leute umgekommen wie bei Lampedusa allein. Wie Lampedusa geschieht, als 2013, ich war Justizkommissarin, habe ich das als Koschmer bezeichnet. Allein diese Woche hatten wir zwei Koschmeren, die noch viel mehr schlimm waren. Nach Lampedusa hat Italien das Projekt Mare Nostrum an die Leben gerufen, eine Seenotrettungsmission, bei denen hier Schiffer konnte bis auf ein paar Seemeilen für die libysche Küste zurückkommen, für ein zweites Lampedusa ganz einfach zu verhindern. Dieses Projekt hat 9 Millionen Euro pro Monat gekostet, aber weil Italien dieses humanitäre Projekt nicht mehr konnte finanzieren, ist Mare Nostrum gestoppt gehen. Seit November letztes Jahr läuft ein neues Projekt mit dem Namen Triton, den aber nicht über die notwendige Finanzierung verfügt. An die Justseegrenzen von Italien, bei den 30 Seemeilen patrouillieren kann. Mare Nostrum hat ein Effektiv von 900 Leuten, Triton gauf lanciert mit einem Effektiv von 65 Leuten. Auch bei Schiffen, Helikoptern und anderem Material wäre Mare Nostrum viel besser abgestellt, wie das heute der Fall ist. Obwohl am Vergleich zu Januar bis April 2014, wo das Projekt Mare Nostrum nach Gelaw ist, 12 von den Flüchtlingen dieses Jahr raufgegangen ist, hat sich 12 von den Todischen mehr wie verneinfacht. Das beweist, das Projekt Triton ist gescheitert. Für was? Wie konnte es dazu kommen? Lassen wir mal von vier aufhängen. Als die Kirche am Mittelmeer ein europäisches Problem, wie alle Medien es ohne Luft zu holen repetieren, wie es überhaupt zu der Katastrophe kommen? Für das erste Mal, die Leute laufen fort, holen einen mehrere Schreis auf sich, weil sie daheim nicht mehr leben können. Krieg, Verfolgung, die Leute sich aus purer Verzweiflung hier das Leben zu retten. Sie gehen zu Hunderttausenden an Flüchtlingslager rund um das Mittelmeer abgeholt. 800.000 an der Türkei, 650.000 an Jordanien, 1,1 Million am Libanon. Am Libanon sind da sogar 257 Flüchtlinge pro 1000 Einwohner. Das geht ja nicht. Da herrschen menschenunwürdig Zustände. Und trotzdem helfen die Leute da an der Türkei, an Jordanien, am Libanon. Sogar unter dem Risiko, dass die eigene Nation dadurch destabilisiert wird. Es gilt, den Opferländern zu helfen, und zwar gleich, für dass sie unter der Last nicht zusammenbrechen. Und da kommt Kriminalität ans Spiel. Die Leute, die für Krieg, Hunger und Gewalt fortlaufen, kratzen heisch zusammen, für Schlepperbanden ihre Passage zu bezahlen. Die pferchen sie dann zu hunderten an kleinen Booten und überlassen sie die Wellen, obwohl die Leute ihnen 5.000 oder sogar 10.000 Euro für die Passage bezahlt haben. Der Kriminalität ein Ende zu bringen, das ist höchst notwendig, mit allen Mitteln. Genauso wie wir es fertig bräuchten, der Piraterei bei Somalien ein Ende zu bringen, so sollen wir auch hier ergreifen, sehr effikant, gemeinsam, massiv. Wenn die Leute gerettet können gehen, wen hält sie dann ab? Nehmen die Länder, wo sie auf der Plage landen, Italien, 64.000, Griechenland, 9.500, Spanien, 5.600. Indianer? Verschiedene machen hier Aufgaben. Deutschland hat zum Beispiel 202.000 abgeholt, Frankreich 62.000, Schweden sogar 81.000. Mehr andere sehr wenig. Tschechei,
1145, Estonien 155, Portugal 440, Polen 8000. Am Vergleich mit ihrer Avonazuel ist das skandalös wenig. Lützeburg mit 1150 Flüchtlingen blamiert sich auf Mannsdemol nicht. Es gilt, lief Leute, eine gerechte Verteilung von diesen Flüchtlingen vorzuholen. Das ist eine Schwingerei, dass manche europäische Länder sich für ihre Verantwortung drücken. In Zukunft müssen alle Länder durch eine gerechte Verteilungsschlüssel und der Solidaritätsaktion beteiligt gehen. Wir müssen das nicht mehr machen, wir können es doch, wenn wir Europäer zusammen schaffen. Die Lützeburger Regierung hat zusammen mit den Deputierten beschlossen, das Thema zu einer Top-Priorität von der Lützeburger europäischen Präsidentin zu machen, der ja bekanntlich den 1. Juli aufhängt. Europa muss handeln und nicht nur schwätzen. Und das ist gut, dass die Nationalministerin zusammenkommen, für Aktionen zu planen, aber da müssen sie aber auch dezidieren und durchführen. Nie mehr, das darf kein Eidelwerder sein. Sie muss eine Pflicht sein für alle Europäer, für alle Länder, und selbstverständlich auch für uns Lützeburger. Es gibt keine einfachen Lesungen, aber Eidelwerder und Alibi-Propositionen gehen nicht mehr durch. Weil wir Europäer und Lützeburger als Tradition von Menschlichkeit und Solidarität wollen beibehalten, da müssen wir nur eine Hand abhaken. Scheinheilig über die armen Flüchtlinge klauen, aber nicht bereit sind, den Menschen in Not konkret zu helfen, das darf nicht mehr sein. Das sind wir als menschlichen und gesellschaftlichen Werte schuldig. Ich bin gespannt, was für eine Initiative und Aktionen als Regierung vorschlägt, wenn sie vom 1. Juli Präsidentin von Europa überhält.